vorzustellen, dass ein Gärtner mit Schürze und Strohhut rumläuft. Das ist aus vergangenen Tagen und nur noch in der Medienwelt vorhanden. Ich denke, dass gerade im Gartenbau viele Dinge noch nicht genutzt werden, die möglich wären. Und wenn wir jetzt noch sagen, wo kriegen wir denn das ganze Wissen eigentlich an die Praxis gebracht oder wie kriegen wir das an die Praxis gebracht, bleibt uns gar kein anderer Weg. Ich fordere die Nutzung der IT-Medien für den Gartenbau. Das ist eine Notwendigkeit, die alle beherzigen sollten. Also es passt tatsächlich sehr gut zusammen, denn im Pflanzenbau geht es darum, Pflanzen zu verkaufen und auf der anderen Seite bei der Digitalisierung geht es darum, sein Produkt auch online zu vermarkten. Und diese Brücke konnten wir heute schlagen. Was passiert mit der Digitalisierung? Die Digitalisierung ist ein Allesfresser geworden. Ein Anrufbeantworter verschwindet im Netz, Fotos verschwindet im Netz, CDs verschwinden im Netz. Alle diese Dinge werden digitalisiert. Sie sind ja auch ein Treiber der Digitalisierung. Die Devices, Sie haben ein Smartphone eben angesprochen, verändern sich in ihrer Art und Weise, wie sie genutzt werden. Wenn wir uns anschauen, was 2015 passiert, dann ist diese kleine Linie in der Mitte das, was wir nennen Sprachkommunikation. Alles andere ist Datenkommunikation. 2015. Sprache spielt für uns keine Rolle mehr. Wir heißen zwar Telekom und sprechen über Telekommunikation, aber am Ende ist es Datenkommunikation und da sind wir mitten im Thema Digitalisierung. Das ist ein Fernseher, der mag herkömmlich aussehen. 2015 werden Sie keinen Fernseher mehr kaufen können. Wir reden hier über das Wohnzimmer, der nicht IP-fähig ist, der nicht angebunden ist an das Internet. Und Sie werden es bedienen mit Ihrer Fernbedienung. Spätestens dann ist bei denjenigen, die nicht aufgezeigt haben, das Thema Internet Realität. Jetzt gucken wir mal in Ihr Business hinein und gucken uns die Basics an. Fangen wir damit an. Die Basics heißt eine Internetseite haben. Wer keine Internetseite hat, kann nicht gefunden werden. So, jetzt denken Sie, das ist normal. In Ihrer Branche haben 40% keine Internetseite. 60% haben eine Internetseite. Von diesen 60% nutzen nur 20% in Ihrer Branche Online-Marketing. Das heißt, investieren da rein, dass man gefunden wird, in irgendeiner Art und Weise, dass man präsent ist. Das ist zu wenig. Das ist eine vertane Chance. Wenn wir uns überlegen, dass Google ein Entscheidungsmechanismus der Zukunft sein könnte, dann sollten Sie gucken, dass Sie gefunden werden. Denken Sie daran, das Google-Ergebnis ist nicht zufällig. Und wenn ich eben gesagt hatte, diese Karten, dann sehen wir hier das Bild nochmal, pflegen Sie das, bringen Sie sich ein, Gärtnerradar, was auch immer es für Nachschlagewerke gibt, Sie werden die wahrscheinlich sogar besser kennen. Bringen Sie sich aktiv dort bitte ein mit Ihren Unternehmen. Das passiert nämlich seltenst automatisch. Bei Google können Sie unter Google Places Ihr Unternehmen eintragen und dann sind Sie bei Blumenladen oder bei Gartenbau, sind Sie auf der Landkarte mit einer Markierung vertreten. Google macht das nicht automatisch. Pflegen Sie solche Seiten. Setzen Sie irgendjemanden hin, 2, 3 Tage und sagen Sie, mach eine Internetrecherche und such überall, wo in unserer Branche gesucht wird und trag uns da ein. So, das hatte ich gerade gesagt, sich auf den Plan bringen, Google Places, es ist kostenfrei, Sie können dort ein Bild von sich hinterlegen, von Ihrem Unternehmen, Ihr Markenlogo, Ihre Adresse, Ihre Kontaktdaten, machen Sie das. Und schon sind Sie auf Google ein Stück weit höher gerankt. Reicht das schon? Aus meiner Sicht, jein. Man kann weitergehen. Und wenn man weitergeht, geht es doch immer, egal welches Geschäft man betrachtet, um Differenzierung. Man möchte sich ein Stück weit unterscheiden, einmaliger werden gegenüber dem Wettbewerb. Es geht um Kundenbindung. Einen Kunden, den ich habe, möchte ich binden, loyalisieren. Und es geht um unternehmerische Effizienz. Es muss weniger kosten. Es muss ein Invest sein. Sie sind Unternehmer. Also muss sich der Invest lohnen. Und jetzt gucken wir uns Differenzierung einmal an. Was könnte man tun? Und da habe ich bei Obi geschaut. Ich habe mich inspirieren lassen, eine kleine Recherche nach unserem Vorgespräch geführt. Und Obi zum Beispiel gibt Gartentipps je Monat. Keine schlechte Sache. Keine schlechte Sache. Die kennen sich gar nicht aus damit. Und trotzdem machen die das. Das macht irgendeine PR-Agentur für die und schreibt es bei jemand anderem ab. Sie kennen sich aber aus in den Dingen. Keine schlechte Sache. Das ist etwas, das ist sehr real. Bewegtbild, Bewegtbild, Bewegtbild. Das Internet lebt von Bewegtbild.
Und wenn ich eben YouTube und Google in einem Atemzug gebracht habe, sollten Sie wissen, dass YouTube Google ersetzen wird. Es ist eine Frage der Zeit, aber es wird es ersetzen. Da bin ich fest von überzeugt, weil Bewegtbild das Foto von heute ist. Die Menschen nehmen Bewegtbild auf. Gehen Sie in Ihre Ausstellung, gehen Sie in Ihre Betriebe und machen Sie Wissensvideos. Und die dürfen menschlich nett und unkompliziert sein. Die müssen nicht perfekt geschnitten sein. Bieten Sie sich an. Ich habe diese Buchsbäume mit dieser, helfen Sie mir, chinesischen Larve. Ja, was glauben Sie, was ich da alles gesucht habe im Netz? Und keiner konnte mir so richtig helfen. Alle haben gesagt, das ist ein Problem. Bieten Sie sich an, wie ich das behandeln soll. Sollte ich es jetzt alles ausschneiden, das Holz? Oder wie rette ich das Ding? Ja, das ist so eine Kugel. Sie wissen, was das gekostet hat. Konnte mir keiner so richtig helfen. Wenn ich sowas gefunden hätte, wäre mir sehr geholfen gewesen. Und an die Chemie komme ich als Laie nicht ran. Ja, da gibt es von Bayer tolle Sachen, hat mir dann auch jemand besorgt, aber wäre ich nicht dran gekommen. So, dieses ist eine Geschichte, das habe ich mir geklaut. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich es wollte, aber hier kann man das Schwein sich anschauen, ab Babygeburt, was man danach dann kauft auf dem Hof, also die Historie des Schweins. Besser gefällt mir die Eierdatenbank, da sind wir so mehr in Ihrem Revier. Hier kann man den Hof finden, von dem dieses Ei kommt. Sie kennen das alle mit diesem Code, können Sie ja bei der Eierdatenbank im Internet eingeben, dann finden Sie das Huhn und können sich von Google den Hof angucken. Ich finde das schön, zu wissen, aus welcher Umgebung und von welchem Wald der Baum kommt. Ich finde das schön. Ich würde das tun und das sind so Kleinigkeiten, um auch einen digitalen Footprint als Unternehmer zu hinterlassen, wo ich sagen würde, sehr sympathisch. Gehen wir weiter in den Bereich Kundenbindung. Also, Kundenbindung ist wieder das Thema regelmäßige Information. Ich habe zwei Seiten mitgebracht. Eine Applikation, warum nicht auch eine Applikation anbieten? Die sind gar nicht mehr so teuer, die kann man übrigens selber machen. Kann man selber machen. Kann man im Internet kaufen für 15 Euro im Monat und dann kann man darauf solche Dinge programmieren. Es ist auch nicht so schwer, wieder Wissen weitergeben. Die Menschen loyalisieren, sie bei der Stange halten. Man hat ja die Kontaktdaten. Ich kann sowas nur empfehlen, dann hat man hier wieder die Videos, die man einbetten kann zu den verschiedenen Themen. Zu dem Anbieter würde ich zurückkommen. Wenn der mir das auf dem Kassenzettel mitgegeben hätte, hätte ich toll gefunden. So, das gesamte Wissen nutzen. Ich habe die Rechnung, ich habe eine Customer Relationship Management Software, die finden Sie übrigens bei der Telekom für sehr wenig Geld unter dem Business Marketplace im Internet. Die können Sie nutzen, um Kunden zu führen, Kundenbestandssoftware, kostet nichts. Wenn ich sage nichts, kostet wie ein Kinogutschein, mehr kostet das heute nicht im Monat. Und dann spielen Sie wunderbar wieder diese Newsletter aus, verknüpfen Sie die Online-Welt mit der Offline-Welt. Den Kassenzettel, das Kaufen, die Bestellung, den handgeschriebenen Zettel mit der digitalen Welt, ist meine Empfehlung. Effizienz, hier das Thema Auftragsmanagement, jetzt wird es ernst. Also das ist eine Geschichte, da sind wir schon im größeren industriellen Bereich, dass man hier über Tools, Applikationen mit entsprechenden mobilen Devices die Mähdrescher oder die entsprechenden Geräte steuern kann, synchronisieren kann, feststellen kann, wie weit man mit seiner Abwicklung ist. Ich glaube, das ist Ihnen bekannt. Wir arbeiten ja als Telekom auch an solchen Projekten mit. Das Gleiche ist dieser Anbieter, der Feldassistent, das gibt es im Netz. Das können Sie für 4,95 Euro kaufen. Ja, da finden Sie dann Ihre Flächen, da können Sie genau sehen, wer meiner Mitarbeiter befindet sich gerade wo auf der Fläche. Dann können Sie sehen, wie er gerade in welchem Tempo unterwegs ist mit seinem Traktor und so weiter. Also Sie können wirklich Ihre Feldwirtschaft managen. 4,95 Euro. Das sind Ihre Verordnungen, mit denen Sie, glaube ich, täglich kämpfen. Dann haben Sie mal in der Hosentasche, nichts Großes, aber zum Download. Dieses finde ich sehr schön. Das ist eine Vermessungs-App, 4,95 Euro. Dort geben Sie die entsprechenden Referenzpunkte an. Sie sehen das Stück entsprechend nochmal in der Kartenauflistung. Dann können Sie die verschiedenen Berechnungen machen, der Quadratmeter, der Flächengröße etc. Das ist ganz interessant, wenn Sie jetzt noch wüssten, wie viele Quadratmeter Sie brauchen pro Baum, dann könnten Sie direkt am Objekt eine Beratung durchführen und sagen, relativ schnell, ehrlich gesagt in Sekundenschnelle, Sie brauchen 75 Bäume.
Schöne Geschichte. Dann gehe ich weiter. QR-Codes, Sie werden sich damit beschäftigt haben. Die Logik ist eigentlich ziemlich leicht. Gerade in Ihrem Geschäft ist es relativ schwierig, den Baum zu transportieren zur Kasse. Also würde ich das Ganze über solche technischen Lösungen abdecken. QR-Code an den Baum, kleines Schildchen, abfotografiert über ein Smartphone und an der Kasse ist dann die Mengeneinheit bereit für den Kunden, abgeholt oder transportfähig. Das sind Dinge, wie digitale Kommunikation und digitale Technik Sie eigentlich ganz praktisch unterstützen müssten. Das Thema Machine to Machine. Wir glauben daran, dass Diebstahl eine Rolle spielt. Auch in Ihrem Unternehmen wird das ein Thema sein. Mit Machine-to-Machine-Lösungen kann man Ihnen helfen. Das sind ganz kleine SIM-Karten in einem Etikett verbaut. Dann kann man das Objekt lokalisieren. Man kann sehen, wo es sich hinbewegt hat, in welchem Stadium das Produkt ist. Wir haben es zum Beispiel mit dem Verband der Imker jetzt umgesetzt oder sind gerade in der Umsetzung. Wenn Sie eine Imkerei kennen, dann wissen Sie, dass es in den Waben eine Waage gibt. Und wenn die Waage umgeschlagen ist, dann wissen Sie, dass die Waben voll sind. Das machen jetzt die Imker in Zukunft mit einer solchen Karte. Die Karte sagt dann, Wabe voll, Honig drin, da muss ich jetzt hin. Gleichzeitig sagt die Karte aber auch, geklaut und gerade auf dem Weg in die Stadt. Und dann wissen Sie auch, wo Sie hin müssen. Nächstes Thema, eBay. Warum machen Sie nicht mal Treebay daraus? Das ist das Gleiche. Versteigerung von Objekten. Ich habe bei eBay noch keine Pflanzen gesehen. Darüber müsste man mal nachdenken, ob man diesen Markt nicht für sich erschließt. Man könnte auch mal mit eBay sprechen. Jetzt kommen wir schon zu E-Commerce-Lösungen. Das ist mir wichtig, IKEA Inspiration. IKEA hat einen eigenen Kanal, das folgt eigentlich auch unserer Idee mit der 360, die ich eben erwähnt habe. Kein Traum muss Traum bleiben, ein Inspirationskanal. Dort finde ich alles zum Thema Einrichtungen und Lebenswelten und schöner Wohnen und so weiter. Pflanzen sind auch ein Lebensraum. Inspirieren Sie die Menschen, die Ihre Produkte kaufen sollen. Geben Sie ihnen ein Gefühl dafür, wie schön es ist, unterm Apfelbaum zu sitzen und einen Apfel im Herbst zu ernten. Das sind Dinge, die können Kaufentscheidungen wunderbar mit beeinflussen. Und wenn Sie, und das geht ja in die Richtung, was wir eben gesehen haben von dem Unternehmen mit dem Doktor im Garten, wenn Sie Videoberatung anbieten wollen, vom Mobil zu Mobil, dann können Sie das zum Beispiel mit iMeet zu einem relativ günstigen Preis auch über die Telekom beziehen. Und dann sind Sie eben als Gärtner mit Ihrem mobilen Device oder aus dem Büro heraus, das spielt gar keine Rolle, dort, wo das Problem ist. Und Sie machen eine Videokonferenz miteinander. Und das können Sie Ihrem Kunden anbieten. Und der muss dann einfach nur Ihren Namen eingeben im Internet, oben www, ich helfe dir, wie auch immer, müller.de. Und schon ist man per Video zusammengeschlossen. Einfacher geht's nicht. Und das ist ein USP. Sie sind verfügbar für die Menschen, ansprechbar dort, wo es brennt. So, und das letzte Thema, denken Sie mal an neue Zielgruppen. Man glaubt es nicht, dass es ein Thema ist, aber das Thema der Urbanisierung und der Menschen, die in den Städten anfangen, Gärtner sein zu wollen, ist ein Thema. Berlin ist natürlich so ein Ort, wo solche Kulturen entstehen. Das ist der Tempelhofer Flughafen. Ist wahrscheinlich bekannt, dass das eine relativ große Fläche der Kleingärtnerei geworden ist. Und das mag ich ganz gerne. Kiezhonig, diese Frau verkauft Honig über Facebook. Das soll sie nochmal auf die Spur bringen, dass es auch Menschen gibt ohne direkten Kontakt zu einer großen Grünfläche, die sie bestellen wollen, sondern es gibt auch Nischen. Und das Netz ist perfekt für Nischen. Das Netz ist geradezu ideal für Nischen und in der Quantität der Nische ist es dann wieder ein großer Markt. Das ein Stück weit als Inspiration. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören. Wir kamen von der Digitalisierung, sind dann in Ihre Branche gegangen, haben einen sehr weiten Bogen gespannt. Aber ich bin fest davon überzeugt, die Online-Welt und die digitale Welt werden stärker zusammenwachsen, als uns das allen heute noch vorstellbar ist. Gehen Sie den ersten Schritt und das ist eine eigene Website. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und danke Ihnen sehr.